So, hallo Freunde, wir sind wieder da und nachdem mir das Spiel gerade abgestürzt ist und ich vom letzten Speicherpunkt alles nochmal machen durfte und ich jetzt hier auch wohl einen irgendwie Soundbug oder sonst was habe, machen wir jetzt hier weiter. Aber was mir auch eben auch aufgefallen ist, wie kann Baker so schnell von zwei Schüssen wieder gesund sein? Nun gut, wir gehen in den Kirchhof. Er kommt näher. Und wieso habe ich Kommt, jetzt... Jungs, schnappt ihn euch! Wieso habe ich jetzt dieses Knistern vom Feuer? Lasst ihm den Kopf weg! Okay, wir laden nochmal das Spiel. Und ich habe immer noch das Knistern des Feuers. Freunde, ich bin sofort wieder da. Ich habe das ganze Spiel jetzt nochmal neu gestartet, Freunde. Das Knistern bleibt. Wir spielen Er also kommt jetzt näher! mit Feuerknistern Kommt, dieses Jungs, schnappt ihn euch! wunderschöne Spiel. Es schießt ihn! Von Er hat wo? einen erwischt! Naja, einer ist keiner. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch! Da hinten. Er schießt ihn! Da ist, glaube Er ich, hat noch einen erwischt! auch noch einer. Er schießt ihn! Da ist er. Es schießt ihn! Tötet ihn! Naja, später. Kommt, Jungs! Schnappt ihn euch! Fenimore, lauf doch Kommt, mal, Jungs! du. Schnappt ihn euch! Tötet ihn! Tötet ihn! Runter. Er hat noch einen erwischt. Er hat noch einen erwischt. Dahinter steht er. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Es schießt ihn. Wir stopfen dich mit Blei voll. Okay. Da ist er. Da hinten habe ich noch einen Er hat gesehen. noch einen erwischt. Moment, nachladen. Lasst ihm den Kopf weg. Hab ihn erwischt? Er hat noch einen erwischt. Ja, hab ich. So. Wo ist Stevens? Wir stopfen dich mit Blei voll. Ah, später. Ach, das Knistern Wir ist weg. stopfen dich mit Blei Nein, voll. da ist es wieder. Wir sind vier gegen einen. Aber jetzt nicht mehr. Dreckskerl. Vorsicht. Da ist er. Dreckiger Mistkerl. Vorsicht. Die Frage ist jetzt, ob ich es wagen Wo kann, ist er? darüber zu gehen. Wo ist er? Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Wir sind nur noch zu dritt. Dreckiger Mistkerl! Ja, diese Kameraeinstellung ist wieder ganz toll. Ich sehe nicht Vorsicht! so viel. Okay, ist da hinter uns Ich jemand? kann ihn nicht sehen. Fenimore, Dreckiger geh doch Mistkerl! mal bitte. Ich kann ihn nicht sehen. Okay, da ist Ich keiner kann ihn nicht mehr. sehen. Ah, aber ich sehe dich dafür. Oh, Scheiße! Kacke! Warum musste ausgerechnet da jetzt meine Munition leer gehen? Er kommt näher. Er kommt näher. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch! Er hat einen erwischt. Er hat noch einen erwischt. Ah, oh, dieses Knistern. Lass ihn den Kopf weg. Lasst kann ihm den Kopf weg! einem ein bisschen auf den Nerv gehen. Er schießt ihn! Sehr gewaltvoll, dieses Spiel. Er hat muss noch man einen sagen. erwischt! Tötet ihn! Oh, diese Es schießt ihn! Steuerung. Er hat noch einen erwischt! Noch einen erwischt.
Na, wo sind sie denn jetzt? Wir stopfen dich mit Blei voll. Da war er gewesen. Wir sind 4 gegen 1. Jetzt nicht mehr. Wo ist er? Wo ist er? Shitte. Wo ist er? Wie soll ich denn da jetzt an den Rand kommen? Ich kann ihn nicht sehen. Tötet ihn. Moment, wo kommen wir hier hinten hin? Fenimore, geh doch mal. Ich kann ihn nicht sehen. Shitteböhm, shitteböhm. Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Ah, ey, Steuerung. Dreckiger Mistkerl. Tötet ihn. Dann müssen wir eben von hier hinkommen. Vorsicht. Warum hätte man das jetzt hier nicht schön mit Pfeiltasten machen können? Warum nicht? Dreckskerl, hier, verdammt. Links. Dreckiger Mistkerl. Danke. Wir sind nur noch zu dritt. So, hier, da ist er, ich sehe. Vorsicht! Er hat noch einen erwischt. So, 2. Dreckskerl, verdammter! In Deckung. Wo ist er? Die Frage ist jetzt... Vorsicht! Wo... Das heißt, es müsste Vorsicht. Jetzt noch... Da ist er. Komm und hol mich, wenn du dich traust. Oh, war das etwa schon... Komm und hol mich, wenn du dich traust. Ich glaube, das war er schon, kann das sein? Komm und hol mich, wenn du dich traust. Ja, das war er. Komm und hol mich, wenn du dich Steuerung. Los, Leute. Da ist er. Los, Leute. Ja! Das war's. Dö, 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 dö. 52%. Achtung! Ich wusste, dass du es schaffst, Fenimore. Wo ist Baker? Es muss hier irgendwo... Hier ist es. Ich habe es gefunden. Das ist nicht fair. Warum bekomme ich nur 3 Säcke und ihr jeweils 4? Jetzt schauen Sie doch mal genau hin. Ja, du hast ganze 40 Kilo Gold. Aber in jedem Sack waren 50. Sie müssen einfach ein Bad nehmen und dann das Gold aus dem Bade zu versenken. Keine Chance. Du willst doch nicht für immer so bleiben, oder? Natürlich werde ich. Nun, na vielleicht. Was? Entschuldigt, Freunde. Was ist denn das? Was ist denn das? Das war es? Oh mein Gott. Also mit diesem Flackern im Hintergrund. Mit diesem wunderschönen Soundpack. Also ich habe ja gehört, dass es kurz sein soll, aber das toppt wirklich alles, Freunde. Was soll denn bitte das sein? Also Freunde, mein Fazit. Das war The Westerner 2. Fenimore Fillmore's Revenge. Revenge. Sound. Grottig. Grafik. Ist okay. Rätsel. Ist auch okay. Spiel. Länge. Grottig. Inhalt. Grottig. Hallo Freunde. So, jetzt müssen wir eben hier weitermachen. Denn nachdem der kurze Abspann zu dem sehr kurzen Adventure-Spiel vorbei war, beendet sich das Spiel und wir kehren auf unseren Desktop zurück. Und da hat Fraps sich dann auch verabschiedet. Also, The Westerner 2 ist durchgespielt innerhalb von einer Stunde? Zwei? Zweieinhalb? Ich weiß es nicht. Also Spieleinhalt, wie gesagt, grottig. Verwandtschaft zum Vorgänger gleich null. Gerade jetzt am Ende, wo man auf das große Finale drauf hinarbeitet, wo man sich Spannung, Western-Atmosphäre wünscht etc. und sie auch ab und zu wirklich geschaffen wird, wird sie
kaputt gemacht durch diese dämlichen Schießeinlagen, wo die Steuerung wieder komplett zuschlägt. Also, ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Meines Erachtens nach hätte man sich diesen Teil definitiv schenken können. Man hätte Three Skulls of the Toltecs und dann The Westerner nehmen sollen und hätte das Spiel, beziehungsweise diese Spielereihe dann damit enden lassen sollen. Mit The Westerner 2 hätte, also meines Erachtens nach hat man einen unschönen Abgang dieser doch eigentlich richtig geilen Spielereihe geschaffen. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt nicht wirklich teuer gewesen, das heißt, ich bereue es nicht. Ich habe meine The Westerner Reihe damit jetzt nun komplettiert. Empfehlen würde ich es euch aber nicht zu kaufen. Also es reicht, wenn ihr hier mein Let's Play dazu gesehen habt. Kaufen würde ich es mir nicht. Nochmal und naja. Nichtsdestotrotz, wir haben mit Fenimore Filme also jetzt alle seine Adventure durch. Und hier im letzten Teil hat er mehr Ähnlichkeit mit einem Banditen als mit unserem Helden Fenimore Filmore. Und auch die deutsche Synchronisation ist also... Und auch nur im Prinzip zwei richtige Schauplätze. Es ist einfach nur... Das macht so, weiß ich nicht, einen Eindruck von... Komm, wir programmieren bei uns unten im Keller mal ein Spiel und setzen da einen ganz tollen Namen drauf. Also, es macht nicht wirklich Anschein, dass da wirklich Profis am Werk waren. Aber nun gut, was will man machen? Der Abspann, wie gesagt, den habt ihr ja eben schon gesehen, der ist relativ kurz gewesen. Hier also jetzt mit diesem wunderschönen Hintergrund oder Startbildschirm, wir können ein neues Spiel spielen. hier also jetzt mein Fazit. Das war The Westerner 2. Somit endet dieses doch recht kurze Let's Play und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin also, ich werde mich jetzt ins Bett begeben. Wir haben 6.50 Uhr, Freitagmorgen nach meiner Nachtschicht, könnt ihr mal sehen, Einsatz, das ist Einsatz für euch und ja, ich bin jetzt im Bett. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. NRW bei 18, adieu.